Prinz Harry hat bei den Weltscheide Awards in London ein supersüßes Detail über seine Kinder, Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3, verraten. Der stolze Papa konnte nicht anders, als das dichte Haar der beiden Kids zu loben, das haben sie nämlich von Mama Meghan geerbt. Archie und Lily haben Megans volles Haar, sagte Harry und brachte das Publikum zum Lächeln. Besonders begeistert ist er von Lilibets Haaren, die bald so lang werden könnten, dass sie darauf sitzen kann. Aber nicht nur das, Harry plauderte auch aus dem Nähkästchen über das Familienleben in Kalifornien. Während er sich für wohltätige Zwecke engagiert, schmeißt Meghan den ganzen Laden zu Hause und das nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit 3, noch nicht ganz stubenreinen, Hunden und einer Gruppe Hühnern. Meine wunderbare Frau Meghan hält die Stellung, sie hat alle Hände voll zu tun, erklärte Harry liebevoll. Das Event liegt Harry besonders am Herzen, seit er Vater ist. Seit 2007 ist er Schirmherr der Weltscheide Awards und hat die Veranstaltung schon 12-mal besucht. In seiner Rede zeigte er sich tief beeindruckt von der Stärke der schwerkranken Kinder, sie sind seine größte Inspiration. Auch wenn Harry und Meghan 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt haben, bleibt ihr Engagement für wohltätige Zwecke fester Bestandteil ihres Lebens.